Ja, Japan, wunderschönes Land, einzigartige Kultur und auch für diese grandiose Küche international gefeiert. Ja, das Dümmste, was man jetzt machen könnte, wäre doch jetzt eigentlich als deutscher Besucher in Japan deutsches Essen zu essen. Doch genau das machen wir heute. Ja, ich bin hier mitten in Tokio im wunderschönen Stadtviertel Nakameguro und hinter mir befindet sich eine Filiale von Schmatz. Ja, Schmatz ist die beliebteste deutsche Essenskette, die es in Japan gibt. Und ich habe mal gezählt, es sollen über 20 Filialen mittlerweile allein in Tokio sein. Also mega erfolgreich, es sollen auch zwei Deutsche gegründet haben. Ich bin mega gespannt, wie deutsches Essen hier in Japan schmeckt, wie so ein deutsches Restaurant in Japan schmeckt. Ob das so ein bisschen japanisiert ist oder ob es nah an den deutschen Taste rankommt. Aber dafür habe ich heute zwei Leute dabei, die wie Faust aufs Auge auf dieses Video passen. Jo, wer bist du? Hi, ich bin Lukas. Ich reise und esse für mein Leben gern auf der ganzen Welt. Verschiedene Kulturen, verschiedene Speisen. Und heute freue ich mich sehr mit Mr. Nippon zusammen, die deutsche Küche in Japan zu probieren. Hallo Freunde der aufgehenden Sonne. Willkommen vor einem Laden, in dem man nicht schlürft, sondern schmatzt. Hi, ich bin Randy und ich esse auch ziemlich gerne. Ich reise sehr viel mit Lukas und ich glaube, ich kenne mich mit deutschem Essen auch ein bisschen aus. Und ich freue mich jetzt auf das Essen. Here we go. Here we go. Here we go. Ja, also wir sind jetzt drin, ne? Und ich finde, es hat einen relativ modernen Vibe. Also ich würde jetzt, wenn ich hier drin sitze, nicht direkt merken, dass ich in Deutschland bin oder dass ein deutsches Restaurant ist. Aber wenn ich es wüsste, dann würde ich verstehen. Ja, macht Sinn. Also so ein bisschen europäischer eingerichtet. Wie findest du so bisher? Ja, ich würde sagen, das wird so dem Style einer Kette auch ein bisschen gerecht, oder? Mhm. So, das wird einheitlich aussehen, in jeder Kette wird es ähnlich aussehen. Ich meine, da oben sieht man so ein paar Bierfässer, die an der Wand sind. So eigentlich ganz typisch deutsch. Wobei, ja, ich finde es halt. In Deutschland Bierfässer an der Wand. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich finde es halt ganz geil, dass es jetzt nicht zu kitschig ist, sondern auch so ein bisschen modernen Stil hat. Ja. Und das finde ich ganz gut. Und ja, ich bin mal gespannt, was die so auf der Karte hier haben. Ich habe Käsespätzle schon gesehen. Hast du Bock auf Käsespätzle heute? Oder? Käsespätzle hört sich gut an. Sehr gut. Ihr seid Käsespätzle over Mac and Cheese. Definitiv, ja. Okay. Definitiv. Oh, ich habe gerade einen Anruf von Mama. Du bist so süß. Hi, Ohio. Ich liebe Mr. Nippon, ich schwör. Ja, warum? Ja, bitte. Wir müssen noch auf die Biere eingehen. Ja, ja. Auf die Getränke. Die Bierkarte hat auf jeden Fall einiges zu bieten, auch wenn ich jetzt nicht so viele klassisch deutsche Biere erkenne. Oder? Also, ja, nee. Nicht so wirklich, aber ich bin auf jeden Fall sehr großer Weizen-Fan, beziehungsweise Weißbier, wie man in Bayern sagt. Dementsprechend wird es auf jeden Fall meine Wahl sein für heute. Mir fällt auf, die haben hier verschiedene Sachen an Bieren, aber keine Marken, außer Kölsch. Außer Kölsch. Also Kölsch haben sie hier, aber ansonsten steht da einfach nur Weizen oder Helles, so ein aber Weizen, keine Marke. Eigenproduktion, genau, ja. Interessant. Interessant, ja. Bin ich mal gespannt, wie es schmeckt. Sumimasen. Also, Nomimono wa. Hai. Osusume wa nan desu ka? Osusume, Bier nomimasu ka? Ah, nomimasu. Bier wa. Watashi wa. Lager wa suki desu kedo. Ja, was sagst du? Oder Stutze? Weizen. Ato Weizen, oh, ich weiß. Bavaria he desu. Oh, Nomimono de. Tabemono wa. Kalibürsto. Kalibürsto. Hai. Weißwürsto. Käsespätzle, Brezel doch dazu. So, Jägerschnitzel. Jägerschnitzel. Randy würde jetzt wieder so machen. So würde ich nicht machen, sondern ich würde. Ich hatte viel mehr Flips drin. Alter. Wenn ihr mal nach Japan kommt, ist es nicht so leicht, Arigato Gozaimasu sich so vorzumerken. Okay, da sind wir ehrlich, es gibt einfache Worte für Dankeschön in anderen Ländern. Aber diejenigen, die von euch das Getränk Geusermaß kennen. Ich weiß nicht, glaube ich, Bier, Cola und Kirschlikör. Oh, da ist rum unsere Biere. Dann sagt er einfach Arigato Geusermaß. Gozaimasu. Schon sitzt es. Arigato Gozaimasu. Cheers, Mana. Prost. Sanpai. Sanpai.
dann haben wir hier die Currywurst. Ich würde sagen, wir testen sie einmal mal. Optisch, was sagst du? Naja, es ist nicht die übliche Currywurst-Dicke, würde ich sagen. Und ein bisschen mehr Soße könnte drauf sein. Aber ansonsten sieht es schon sehr, sehr appetitlich aus, muss ich sagen. Auch appetitlicher als die Currywurst, die wir bei mir hatten. Mhm. Rein optisch. Und ich muss sagen, in Japan, wir hatten sehr, sehr gute Erfahrungen mit Würsten. Mit essbaren Würsten, die waren sehr, sehr lecker. Also, bei der Nummer kommst du nicht mehr raus. Was mir auffällt, ist die Petersilie da oben drauf. Ich glaube, das ist Petersilie. Krause Petersilie. Oder? Krause Petersilie. Weil das würde man in Deutschland jetzt nicht unbedingt so kriegen. Aber das sieht ein bisschen dadurch irgendwie edler aus. Echt? Also nicht, ja, okay, sorry, also nicht auf eine Currywurst. Currywurst, ja. Meine ich. Guten. Einen guten. Ich kann gleich sagen, dass es auf jeden Fall die beste Currywurst ist. Wir haben erst zwei gegessen, inklusive der, aber die wir bisher in Japan hatten. Also geschmacklich kann ich da auch nichts aussetzen. Würdest du sagen, ist es so wie in Deutschland? Nein, absolut nicht. Gar nicht. Nee, ne? Mm-mm. Also die Soße schmeckt ein bisschen weniger süß, mehr tomatig, auch weniger nach Curry. Aber es geht trotzdem in die Richtung. Die Pommes sind okay. So eigentlich auch wie so klassische deutsche Fußballturnier-Pommes, oder? Ja. So jetzt nichts Überwältigendes, aber so würde man sie auch in Deutschland bekommen, an einem Currywurststand. Und die Wurst ist auch, wenn sie nicht schmeckt wie eine Currywurst, trotzdem extrem lecker, wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Die Würste sind hier immer on point. Also in Japan, das können die. Wenn ich das esse, es schmeckt gut. Da kann ich nichts gegen sagen. Auch dieses Schnitzel da drüben, das sieht optisch schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also mit dem, was wir sonst hatten. Und riecht auch schon sehr nach Trüffel. Also das sind die kleinsten Weißfische, die ich je gesehen habe. Dann gehen wir erstmal die Brezel hier rein. Schaut ganz gut aus. Eine gute Aufbackbrezel aus Deutschland. So schmeckt sie. Was macht den Unterschied zu einer richtig guten Brezel? Deiner Meinung nach? Die schmeckt noch ein bisschen laugiger, die richtige. Und diese äußere Schicht, die ist noch ein bisschen knuspriger. Spaltet und aufbricht wie eine Eisfläche. Und eine richtige Brezel, die bröckelt mehr. Die so, also ein bisschen mehr leichten Knusper so. Ich würde es auch so bewerten, dass es halt als Brezel an sich voll klar geht. Es ist jetzt aber nicht Champions League Niveau, aber es ist ein Niveau, wo ich froh bin, dass ich sowas in Japan kriege. Sag ich mal so. Finde ich auch. Genau. Schmeckt ein bisschen wie eine eingefrorene Brezel, die wieder aufgewärmt wurde, denke ich mal. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ist jetzt ein bisschen fest geworden, wir haben jetzt leider ein bisschen gebraucht. Die sind gerade noch sehr, sehr frisch und sehr, sehr warm gewesen. Aber ich finde es gut. Ich mag auch Brezeln manchmal komplett ohne Salz. Ja, gehen wir mal rein. Also schmecken tut es auf jeden Fall gut. Ich finde, es könnte noch ein bisschen cremiger sein, dass der ganze Käse mehr zerläuft und dass es so ein bisschen fast schon matschiger ist. Das könnte auf jeden Fall besser sein. Vom Geschmack her ist gut, aber wie gesagt, ne, wenn ich in Deutschland jetzt Käsespätzle kriegen würde, dann hätte ich, glaube ich, mehr dieses cremige Erlebnis. Der Käse muss mehr in den Käsespätzle drin sein, genau. Und vor allem der Käse muss ein bisschen bergiger schmecken. Da fehlt so ein bisschen der Biss. Der Käse ist an sich eigentlich vom Geschmack relativ cremig und sanft, so ein bisschen wie Mozzarella. Aber da muss irgendwas rein, was so ein bisschen, wo du denkst, so im ersten Moment. Ja. Und dann, wenn man den zweiten, dritten Löffel nimmt, dann schmeckt das. Was sagst du zu den Spätzle aber? Geht das durch als Spätzle? Ich finde schon, dass es durchgeht als Spätzle. Aber sagt der Schwab. Ja. Also als schwäbische Spätzle würden die nicht durchgehen, aber ja, kann man Spätzle nennen. Ja, es ist vielleicht nicht eins zu eins das, was du in einem deutschen Gasthaus, in einem deutschen Wirtshaus oder so kriegen würdest. Aber es ist trotzdem so, ich esse das und ich bin happy und es erinnert mich trotzdem an Deutschland. Also es ist jetzt kein anderes Gericht, sondern es ist ein Gericht, ein bisschen anders, aber trotzdem lecker. Die sehen auch wirklich super aus, die Weißwurst. Ein bisschen kurz, ja. Das ist wahrscheinlich sogar die kurzeste Weißwurst, die ich je gesehen habe. Aber die sieht super aus. Ich mag auch, dass da die Kräuter drin sind. Das sind diese kleinen grünen Pünktchen. Die machen es schon aus bei der Weißwurst. Das muss einfach sein. Ja.
Dann haben wir einmal süßen Senf, einmal scharfen Senf. Ich esse meine Weißwurst gerne mit scharfem Senf. Ich weiß, es wollen viele nicht von euch hören. Ist mir auch relativ egal. Gehen wir einfach kurz rein. Boom. Und rein. Die super. Die super. Der Senf ist ja nicht so nice. Aber die Wurst ist tipptopp. Also kein Unterschied jetzt zu einer Wurst in Bayern, die du in München in einem Restaurant kriegen würdest. Ich würde sagen, die, die wir gestern hatten im Restaurant, die war noch ein bisschen besser. Mhm. Die war so 100%, es war eine 10 von 10, die war einfach original. Ich würde sagen, das ist so eine 8 von 10. Ja, also der Senf esse ich jetzt nicht, muss ich ehrlich sagen, weil richtiger süßer Senf ist von der Konsistenz an. Das ist viel zu nicht cremig genug und zu flüssig und ja, das ist kein guter süßer Senf. Aber die Wurst an sich, die schmeckt schon gut. Also da würde ich jetzt auch keinen direkten Unterschied jetzt erkennen, wenn ich in Deutschland eine Weißwurst esse. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich jetzt hier die Ehre zu haben, das Schnitzel zu probieren. Leute, wir haben hier eine Knoblauch Trüffelsoße, die schon sehr, sehr intensiv auf jeden Fall riecht. So sieht das ganze gute Stück Schnitzel hier aus. Was sagt der Profi eigentlich? Das ist auf jeden Fall optisch besser als das, was wir gestern hatten. Ich bin jetzt nicht der allzu größte Trüffelfan. Ich finde, oft wird das übertrieben. Aber ich muss sagen, mit Schnitzel, Knoblauch und Trüffel ist irgendwie schon, glaube ich, eine ganz coole Idee. Wir machen einfach ein bisschen was drauf. Na, probieren wir. Ich weiß, mit der Gabel isst man nicht so, aber sonst esse ich mit den Händen. Das war ein Witz. Diesmal nimm bitte ein Stück, das in meinen Mund rein. Mmh. Boah. Das schmeckt aber richtig gut. Wow. Wow, wow, wow. Trüffel, Zwiebel, alles, man schmeckt alles. Ich finde es ganz nice. Und es ist knusprig. Eieiei. Das ist definitiv besser als das gestern. Super Panade. Sehr, sehr stark. Auch besser als in Miami. Was sagt Mr. Nippon? Direkt die Konsistenz und so. Ja, also besser als das von gestern, safe. Mit Trüffel finde ich auch nice. Habe ich auch so zum ersten Mal. Schnitzel mit Trüffel. Schwarzer Pfeffer, erstmal sehr, sehr lecker. Und was mir jetzt natürlich auch noch auffällt gerade, das Schnitzel liegt jetzt schon ein bisschen. Ja, weil mit dem ganzen Film und so dauert das. Aber hört, das ist wirklich, das ist eine gute Panade, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Und ich finde auch, das Fleisch hat, der Trüffel ist schon intensiv, aber nicht zu intensiv. So, wenn du Trüffel magst, bist du sehr, sehr glücklich bedient mit so einer Speise hier. So, also wir haben jemanden, der Deutsch spricht. Kannst du dich kurz selbst vorstellen, den Leuten? Ja, ich bin Yumeta Hirayama und ja, ich freue mich, sie zu kennenzulernen. Freut mich auch. Ja. Du kannst auch du sagen. Aber wie kam es dazu, dass du Deutsch gelernt hast? In Japan habe ich in der Oberschule und an der Uni Germanistik studiert. Ah, deswegen kann ich da ein bisschen Deutsch sprechen. Okay, sehr gut. Sehr gutes Deutsch. Ja, das war's also. Ich bin ja schon ziemlich satt. Wie fandest du es? Sehr, sehr lecker. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Wir hatten zwar gestern schon Deutsch, aber also deutsches Essen, aber trotzdem die deutschen Geschmacksknospen wieder zum Leben erweckt, sagen wir so. Ja, was mir auf jeden Fall immer auffällt, ist, dass halt, wie ich glaube schon gesagt habe, dass in deutsches Essen im Ausland schon sehr relativ bayerisch ist. Also wie gesagt, eine Wurst und so weiter, so eher Essen aus Süddeutschland. Aber ich muss sagen, viele Sachen kamen relativ nah ran, war vielleicht jetzt nicht alles genauso wie in Deutschland, aber das meiste hat gut geschmeckt oder eigentlich hat alles gut geschmeckt und ich bin froh, dass es überhaupt sowas gibt. Ja, gönn es auf jeden Fall die Leute, die das machen, dass es so erfolgreich läuft hier in Japan. Coole Sache. Wenn ihr mehr deutsches Essen in Japan sehen wollt, dann schaut beim Lukas sein Video vorbei. Da haben wir nämlich auch ein paar deutsche Sachen getestet, auch Brot zum Beispiel in der Bäckerei und so weiter. Aber schaut da gerne vorbei, ist in der Beschreibung ganz oben verlinkt. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Peace. Kuss geht raus an Mr. Nippon und seine Community. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn.